Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte, wir kommen zum Hexenbanner-Talk nach diesem Lokalderby hier zwischen dem TSV Wolfschlugen und dem SKV unter Enzingen. Bei mir zu Gast, der eigentliche Trainer, und ihr seid ja gleichwertig, ich sage jetzt mal, da Lars Schwendt heute nicht da ist, bei mir zu Gast Olli Wilschko von den Hexenbannern und Benny Brack vom SKV unter Enzingen. Als Gastgeber fange ich natürlich mit den Gästen an. Benny, zur Halbzeit 15-13, am Ende ist mit 6 Toren doch etwas deutlicher geworden. Warum hat es für dein Team heute nicht gereicht? Ja, guten Abend. Gratulation erstmal an Wolfschlugen. Wir haben in der zweiten Halbzeit eine Phase gehabt, wo wir es im Angriff nicht gut gespielt haben. Wir haben uns klare Vorgaben gestellt, haben erste Halbzeit, finde ich, sehr gut, ist auch taktisch gelöst. Sind oft leider am Paddy ehrlich gescheitert. Ich denke, wenn wir da von den 10 Fehlwürfen ein paar wegnehmen, können wir zur Halbzeit vielleicht auch in Führung gehen. So war es nach der Halbzeit dann schwer. Ich denke, gerade die Verletzung von Matze Briem hat uns dann schon sehr wehgetan. Das ganze Überzahlspiel ist kaputt gegangen. Genauso der Ausfall vom Simon Hablitz hat man gesehen, dass links außen Konterspiel heute einfach gefehlt hat. Wir haben allgemein erste Halbzeit überhaupt nur einen Konterversuch. Wir hatten uns vorgenommen, wir müssen mehr Kontertore schießen wie Wolfschlugen. Das ist kläglich nach hinten losgegangen oder haben wir einfach versagt heute. Hatten aber auch zweite Halbzeit dann zu wenig Unterstützung von Abwehr und Torwart, um da überhaupt ins Kontern reinzukommen. Deswegen denke ich auch völlig verdienter Sieg heute für die Hexenbanner. Ja. Dann gebe ich das Mikrofon gerade mal rüber. Olli, Premiere heute für dich hier. Also auch guten Abend von mir. Heute natürlich erstmal in einer Position, wo ich nicht so gewohnt bin. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen heute über die Bühne bringe. Darf ich dich ganz kurz stören? Ich bekomme mir gerade reingesagt, der Halter des Fahrzeugs ES-XB1, bitte wegfahren. Eine dunkle A-Klasse. Okay, der behindert wohl die Ausfahrt hinten. Also, der Halter des Fahrzeugs ES-XB1, eine dunkle A-Klasse, bitte kurz Auto wegfahren. Dankeschön. Jetzt darfst du nochmal. Zum Spiel sage ich mal ein großes Kompliment an die Mannschaft. Die hat es uns, sage ich mal, unserem Trainerteam heute relativ einfach gemacht, sage ich mal, weil sie die Vorgabe, die der Lars Schwendt vorgegeben hat, natürlich heute, ich sage nicht zu 100% umgesetzt hat, aber weitgehend. Und dadurch, sage ich mal, kommt auch das Ergebnis zustande. In der ersten Halbzeit, denke ich, oder über das ganze Spiel hinweg, hat natürlich der Paddy Ehrlich uns im Tor natürlich einen riesen Gefallen getan. Wobei man auch sagen muss, bei uns hat das Spiel zwischen Abwehr und Torwart heute sehr gut funktioniert. Mit dazu hat er natürlich ein paar Freinahmen gemacht. Ich sage mal, das war mit der Ausschlag. Dazu noch, sage ich mal, wie schon gesagt, die Vorgaben natürlich hervorragend umgesetzt. Was heute nicht der Fall war, war der Einbruch, den wir normalerweise immer in der zweiten Halbzeit haben, der so zwischen der 40. und 45. Minute passiert, wo wir immer ein relativ sicheres Spiel nochmal spannend machen oder fast herschenken. Das war heute nicht der Fall. Sag mal, genau in der Phase müsste man heute sogar sagen, zieht mir weg, haben der Gegner unter Kontrolle. Ja, das sage ich mal, denk mal, das war so im Großen und Ganzen. Da gebe ich das Mikrofon gerade nochmal rüber. Benni, also hier gibt es Applaus hier für das erste Mal, machst du das richtig gut. Kommen wir zur ersten Halbzeit nochmal. Am Ende der ersten Halbzeit haben sich beide Angriffe ein bisschen schwer getan. Woran lagen das? Also kann es sein, können wir auch sagen, die erste Halbzeit war eine Halbzeit der Torhüter, haben ja auf beiden Seiten stark gehalten. Ja, ich habe ja schon gesagt, Paddy Ehrlich hat heute eine sehr gute Leistung gebracht. Wir haben erste Halbzeit in den ersten 5 Minuten 3 gehaltene Bälle und dann in der ganzen Halbzeit noch 2, also 5 gehaltene Torhüterbälle. Kann ich bei mir nicht sagen, dass eine Halbzeit für die Torhüter war. Wir haben Ende erste Halbzeit besser gedeckt. Wir haben es geschafft, dann Planitz, der heute ein sehr gutes Spiel gemacht hat, Ende der ersten Halbzeit aus dem Spiel zu nehmen. Das war natürlich auch dem geschuldet, dass Marcel Rieger dann draußen saß.
weil die beiden Spieler schon sehr dominant gespielt haben, auch heute wieder. Und deswegen muss ich sagen, in der Phase kam uns entgegen, dass der Marcel Rieger draußen saß, dass wir dann 5-1 seitlich gegen halb links decken konnten und dann ein, zwei Ballgewinne hatten, wo wir dann ja auch wieder rankommen. Ich glaube, wir lagen 15-11 hinten und sind dann bis 15-13 wieder rangekommen. Von dem her, ja, von meiner Seite war es nicht ein Spiel des Torhüters heute. Ich denke, ich habe Edis schon deutlich... In der ersten Halbzeit überwiegend. Ja, auch da nicht. Ich habe Edis schon deutlich stärker gesehen wie heute. Gebe ich gerade mal dieselbe Frage an dich weiter. Mit den beiden Angriffen, die sich, also auf beiden Seiten, wo sich in der ersten Halbzeit zum Ende schwer getan haben, woran lag das? Würdest du eher sagen, dass die erste Halbzeit eine Halbzeit der Torhüter war? Von unserer Seite auf jeden Fall, weil Patti uns natürlich den Gefallen getan hat. Im Angriff, denke ich mal, war die gegnerische Mannschaft zu der Zeit eben noch einfach körperlich fitter und hat uns da das Leben einfach schwerer gemacht. Da haben unsere taktischen Mittel vielleicht auch noch nicht ganz so gegriffen, wobei ich sagen muss, erste Halbzeit behaupte ich eher, haben wir uns nicht unbedingt im Angriff schwerer getan, sondern eigentlich in der Abwehr, weil wir praktisch diese zwei Kreisläufer überhaupt nicht im Griff hatten. Und ich denke, deshalb wurde das Spiel da relativ knapp gestaltet. Dann gebe ich das Mikrofon gleich nochmal rüber. Kommen wir zur zweiten Halbzeit. Die hast du vorher auch in deinem kurzen Resümee angesprochen, die zweite Halbzeit. War das dieser Knackpunkt, als sich Matthias Priem da kurz verletzt hat und draußen war? Oder siehst du noch woanders einen Knackpunkt in der zweiten Halbzeit? Ja, wir haben die Phase, wo er draußen war, glaube ich, 3-0 verloren, trotz Überzahl, weil wir es einfach gewöhnt sind, Überzahl von Rückraum rechts auszulösen. Da fehlt mir natürlich jetzt auch ein Spieler wie Philipp Keppeler, wo ich dann vielleicht trotzdem klassisch mit zwei Linkshändern spielen hätte können, dass jeder das gewohnte System hat. So war es, dass Moritz Bürker auslösen musste, das zweimal nicht die beste Entscheidung vielleicht getroffen hat, wir somit zweimal kein Tor geschossen haben in Überzahl. Das war auf jeden Fall ein Knackpunkt, dass wir, glaube ich, von 3 auf 6 Tore Rückstand und dann ist schwer, da nochmal zurückzukommen. Aber letztendlich, glaube ich, war der Hauptausschlag, dass wir dann in der Abwehr keinen Zugriff mehr gekriegt haben, fast jeden Angriff ein Gegentor bekommen haben und leider keine Unterstützung, Abwehr, Torwart mehr hatten. Torhüter, zweite Halbzeit, sehr wenig gehaltene Bälle, erst letzte 5 Minuten wieder. Es war dann zu wenig, um nochmal, eben wenn man 5, 6 Tore hinten liegt, gegen so eine starke Mannschaft zurückzukommen. Olli, kommen wir zu unserer Mannschaft nochmal zurück. Wenn ich mir so durchschaue, ich mache mir immer ein paar Notizen, wer die Tore gemacht hat. Da sehe ich, dass die relativ breit verteilt sind. Es hat jeder ein Tor gemacht, so, wenn ich das mal so grob überblicke. Macht das in so einem Spiel oder generell dann auch im Saisonverlauf den Unterschied aus, wenn man die Tore auf so vielen Spielern verteilen kann? Und nicht so einen dominanten Spieler oder so hat. Sicherlich ist das diese Saison mit ein Hauptargument für unsere Mannschaft, dass es sehr verteilt ist und deshalb auch sehr schwer ist für die gegnerischen Mannschaften, das zu verteidigen oder sich darauf einzustellen. Dazu sagen wir, mit dem breiten Kader haben wir eine sehr individuelle Stärke auf jeder Position und zwar auch der zweite Mann. Besser gesagt, zweite Mann will ich nicht mal sagen, sondern das kommt ja immer darauf an, wie die Spielanteile hatten oder wie sie sich im Training präsentiert hatten. Und dadurch ist der Konkurrenzkampf klar. Das ist bestimmt schwierig für die gegnerischen Mannschaften. Natürlich ein Vorteil. Und der Vorteil ist natürlich der gleiche, dass wir dann Spieler, zum Beispiel heute in der ersten Halbzeit, was der Benni ja schon gesagt hat, wir können dann den einen oder anderen Spieler rausnehmen und trotzdem bricht eigentlich das Spiel nicht ab. Kommen wir zum Schluss noch zu einer anderen Frage. Du hast einen Vertrag auf Lebenszeit, den du auf der Abschlussfahrt auf Mallorca vor 2 Jahren unterschrieben hast. Bereust du das eigentlich? Nein, den bereue ich natürlich auf keiner Weise. Ich versuche den natürlich auch so lange wie möglich zu erfüllen. Auf Lebenszeit geht dann schon eine Weile. Es macht natürlich hier wahnsinnig Spaß, in diesem Verein, in dieser Abteilung mitzuwirken. Die Mannschaft ist super klasse oder auch das ganze Trainerteam. Ja, auf keinen Fall bereue. Und ich muss, glaube ich, auch im Lars sagen, wenn er wieder da ist, wenn er mal keine Lust hat, kannst auch du hier auch kommen. Also nochmal ein Riesendank natürlich heute auch an der Lalle, der nicht da ist. Man sieht,
Man muss natürlich eins sagen, wir haben heute nur das Spiel mitgestaltet, aber natürlich die ganze Vorbereitung war natürlich vom Lalle und hat die Mannschaft natürlich super eingestellt. Und ja, natürlich ist das auch ein Dank an ihn. Also er hat im Prinzip die meiste Arbeit gemacht und wir hatten heute das Glück, so eine tolle Mannschaft führen zu dürfen. Er war ja auch zum Abschlusstraining noch da, ist dann erst danach geflogen. Also dann gebe ich das Mikrofon zur Abschlussfrage noch zurück. Ein großes Lokalderby heute wieder gewesen. Was sagst du zur Stimmung hier in der Halle, Benni? Ja, Stimmung war hier wie immer sehr gut. Für mich ist nur bitter, dass wir in der Vorrunde alle Derbys auswärts haben, in Zitzeshausen, in Wolfschlugen. Dann habt ihr sie nachher alle daheim. In Ostfildern, ja, das stimmt schon. Aber natürlich ist in der Hinrunde schon der größere Reiz da, weil die Tabelle einfach enger ist. Hinten raus kann es auch sein, wenn man es am drittletzten Spieltag hat, dass schon alles entschieden ist. Leider haben wir jetzt zwei Derby-Pleiten schon hinnehmen müssen. Hatten wir letztes Jahr aber auch beide auswärts und daheim dann beide gewonnen. Von dem her bin ich guter Dinge, dass wir vielleicht in der Rückrunde beide Spiele daheim dann wieder für uns entscheiden können. Aber wie gesagt, Stimmung war sehr, sehr gut heute wieder. Selbe Frage an dich, Olli. Was sagst du zu der Stimmung heute hier im Hexenkessel? Ich sage auch, die Stimmung war gut. Ich kann mich da an Benni nur anschließen. Auch die Stimmung, was die gegnerischen Fans hier gebracht haben. Aber natürlich auch nochmal einen großen Dank an unsere Fans, die uns heute über das ganze Spiel wirklich richtig unterstützt haben, was manchmal nicht immer ganz der Fall ist, sage ich mal. Aber heute war es echt super und ich hoffe, dass es auch in Zukunft so ist und dass wir auf diese Unterstützung bauen können. Und ich möchte noch dazu sagen, natürlich von meiner Seite, ich hoffe natürlich genau das Gegenteil, dass wir natürlich das Rückspiel unter Enzingen auch gewinnen. Außer es spielt keine Rolle mehr. Dann bedanke ich mich hier bei Benni Brack. Danke fürs Interview. Und Olli Wilschko.